Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FC24. Und ja. Wir haben jetzt hier schon mal ein Ziel Im abgeschlossen. Ultimate Team kannst du viele Inhalte erlernen und meistern. Mit den Grundlagen geht's los. Für jedes gemeisterte Ziel gibt's einen Bonus. Also schließe sie alle ab. Super. Der liebe Williamson. Williamson, tut mir leid. Das ist nix. Und. War ich nicht. Ja, wir tun uns jetzt ein bisschen die ganzen Aufgaben hier ab. Pinktober, ey. Und da kommt das Trikot her. Es gibt auch Wochenziele. Nice. Coins. Nach meinen Stellen habe ich alle abgefrühstückt. Stadion. Vereinzelne. Das können wir, das stellen wir jetzt in der nächsten Folge mal ein mit dem ganzen Stadion Zeug. Können wir hier noch was abholen? Nur zwei Ziele. Oh. Haben wir noch abzuholen? Oh, wir haben sogar noch etwas Heckmäßiges sogar. Ich würde sagen, jetzt holen wir diese ganzen Kackpacks mal ab. Ja. Wir müssen uns natürlich die Animation angucken, leider. Es gibt immer drei Items. Jetzt sind zwei Items. Ein Spitznamen. Der nächsten Folge stellen wir auch dann unseren ganzen Namen ein. Hilfe? Okay. So. Banner.
Ist nicht das Spannendste gerade, ey. Ist auch noch Pappnasen drin, ja. SPC-Futter. Ist nur der SPC-Futter. Naja, kein Workout. Kann überhaupt ein Workout drin sein? Nö, ne? So, hier wieder eine Squad Battles Partie. Controller, kein Bock mehr. Nicht. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolfuß und Frank Buschmann. So, uns erwartet heute dann geht's mal los. Interessante Partie. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. In den letzten Folgen haben wir ja leider nur verloren. So gehen Le Bleu hier ins Spiel. Ist ja hoffentlich... Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und in dieser Folge ändern können. Guter Steilpass hier, macht er gut. Gut gehalten, macht sich lang. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Der Torwart ist wirklich kacke. Forsberg. Glanzparade, das war es beinahe. Das erste Tor in diesem Spiel, aber das hat er gut gemacht. Und erneut läuft der Angriff. Das könnte durchaus wieder gefährlich werden. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Beth Mead. Ja, das ist jetzt durchaus Platz auf Außen. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Normalerweise, also in dem Video, was ich gespielt habe, ist er immer durchgegangen. Viel Einsatz, Szene geht weiter. So, was machen Sie draus? Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Auf Außen hat Gnabry Platz. Sie haben den Ball. Serge Gnabry, sie bringen den Ball in den Strafraum. So kacke kam der gar nicht mal. Bleibt wohl gefährlich. Der Angriff damit beendet. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Sie suchen die Lücke. Früh wird er jetzt gestört. Ja, er verliert den Ball. So ein Kackpass. Tanguy Ndombele. Das macht er gut. Schön vorbeigekommen. Gnabry. Er macht zu. Jetzt Serge Gnabry mit dem Ball. Hereingabe. Schade. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. So, Ecke kommt. Gehalten, stark gemacht. Also ein Kullerberg kann auch mal reingehen.
Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Angriff aufgehalten, ja, ja. Aber Gelb bekommt er dafür wohl. Und hierfür gibt die Unparteiische Gelb. Ja, und ich denke, das kann man vertreten. Yo! Wenn die Flanke so gut kommt, dann muss er nur noch den Kopf hinhalten und dann fällt das Tor. Eine Reaktion muss jetzt her von Le Bleu. Sie sind in Rückstand geraten. Kacke. Verteidiger. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Da hat sie die Chance. Sehr knapp gemacht vom Torhüter. Jetzt kommt die Ecke. Die Parade bei diesem. Ja, er müsste gleich abpfeifen. Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf war doch eher. Die Schiedsrichterin pfeift wieder an. Wir gehen rein in Durchgang 2. Das sieht vielversprechend aus. Tanguy Ndombele. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Chance für den Konter jetzt. Chance zum Tor. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Serge Gnabry. Die Chance jetzt. Sie haben diese Partie jetzt. Ey, es ist ihr erstes Tor. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wenn die Pässe so gut kommen, so präzise, ja, was will die Abwehr da machen? Hast du gesehen, wie sie die Defensive auseinanderziehen, wie sie die Lücken suchen und dann ist diese eine Lücke eben da. Wenn ja da. Man schreibt mal gerne rein, ob ich die verkaufen soll. Ballverlust. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Hier. 12K. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und wenn ihr lieber für einen anderen Spieler holen soll, schreibt mal gerne rein, welchen Spieler dann. Flanke kommt rein. Noch ein Tor. Und hier. Toreführung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Ein 61er. Ich glaub's nicht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Tanguy Ndombele. Nicht ungefährlich. Das macht er sicher. Ja, entspannen. Sie nehmen den Wechsel vor. Der Ball kommt rein. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Zu schräg. Na, Fußball lassen wir nochmal ein bisschen drin. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Nicht abgepfiffen nach diesem Foul, gibt erstmal Vorteil. Ja, viel ey, Einsatz. Du. Gib Freistoß. Doofkopfgesicht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren.
Pass bleibt hängen. Da kommt der Pfiff. Was? Was ist denn da los, ey? Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Sie können kontern. Gnabry mit dem Ball. Ne, können wir nicht. Er geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Außen ist Platz. Jetzt die Hereingabe. Parade kommt aber weiter Gefahr. Entschlossen geklärt. Emil Forsberg. Gut verteidigt. Jetzt schießt er. Ganz sichere Parade. Sie wechseln aus. Ecke kommt in die Mitte. Aber dann können sie doch nichts draus machen. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Weiterer Eckball für sie. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Schade. Benjeda. Sotoka. Da ist Benjeda. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Guter Pass. Da macht sie zu. Och Mensch. Sie wechseln. Stand der Spieler gerade in der Kamera? Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Den Ball entschärft er ganz locker. Da yes, geh nochmal auf Profi gewonnen. Also gewonnen. Schön viele Punkte, kommt her. Naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Er will versuchen, auf Gold einzukommen. Irgendwelche Ziele fertig. Ja, habe ich. Ziel in Squad Battles mindestens in Geschwindigkeit. Wäre schon geil, so der Spieler da, ja. Choreopack Stadion, Alter. So, wir haben jetzt aber das 80 Plus Pack, ne? Zweimal seltene Spieler. Alter, hat nochmal zwei. So, und jetzt mal gucken, was wir sehen. Kein Workout. Ah. Muss ich nochmal ein paar Serie A-Profis hier reinpacken.
spielt der? So, wir suchen immer noch Serie A. Wir brauchen noch aus der Serie A. Wir können einfach mal auf den Transfer mal gucken. Liga. Serie A. Such. Irgendwas Billiges. Ja, die muss ich erst annehmen, da war ja was. Wo sehe ich denn die, wenn ich die kaufe? Ja. Nichts falsch gemacht. Sehr schön. Sit in it. Noch jetzt so, oder? Die Aufgabe. Die gucke ich mal schnell und dann. Wo ist denn das? Und dann das Video, ne? Ja, das kriege ich jetzt. Das läuft jetzt. So, und das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.